Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin das Mogor. Willkommen zur vierten Folge von The Last of Us Part 1. In der letzten Folge haben wir uns gegen Soldaten gewehrt und haben eine kleine Unterwasser-U-Bahn benutzt und sind da durchgekommen. Und jetzt sind wir hier in dem kleinen Dorf und wollen Bill treffen. Und da werden wir jetzt weitermachen. Let's go. So. Schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Ja. Okay, oh, den Stein nehme ich mit. Wie wir in der letzten Folge herausgefunden haben, sind Steine effektiv gegen Klicker. Das wusste ich all die Jahre auch noch nicht. Aber man lernt ja nie aus, ne? Oh, mal Materialien sammeln. Ein Teil, ey. Das ist doch nicht so knauserig. Erinnerung, mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Wir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Ja, Tess ist nun leider nicht mehr. Die haben wir ja leider in der letzten Folge verloren. Machst du da? Okay. Hier geht's auch nicht weiter. War nur ein Loothaus. Haben wir ja doch von hier, komm mal her. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Aber wir brauchen irgendwas. Komme ich da so rüber? Mist. Ah, Ellie von der rüberbringen. Anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Das ist ein Punkt. Gut. Stell den Fuß auf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Oh, mal sehen. Okay. Tada. Gut gemacht. Danke. Eine schöne Stadt. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Ja, das Erkunden, das lohnt sich schon. Gerade was Ressourcen angeht. Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Okay. Was? Okay. Was zum Rauchen mit eingesteckt? Kann man mal machen. Richtig schön idyllisch hier. Und ruhig vor allen Dingen. Haus. Gucken, ob hier überhaupt jemand ist. Nee. Sieht cool aus.
Er wird nicht mehr funktionieren. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Das wird nicht mehr funktionieren. Wie? Laufen Viecher rum. Sonst noch irgendwas? Oh ja. Ja, das gleichzeitig einsammeln. Oh, dass man in Autos nicht nachgucken kann, ob man noch irgendwas findet. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Warum steht hier ein Safe? Ja, ohne Code ist schlecht. Also stellt sich die Frage, warum der hier draußen rumsteht. Was? Oh, das ist bestimmt hier drin, war. Oder da drüben. Musikladen Marquis. Ja, ohne Strom kannst du das auch nicht mehr hören. Wie sie sich alles anguckt. Ah, so eine neue Welt für sie, ne? Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Ja, was willst du machen? Welt ist untergegangen. Oh, hier der Code vielleicht? Ah, sieht nicht so aus. Die verdammten Infizierten tauchen zu oft viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstelle mal wieder ausräumen. Okay. Das kann ich nicht aufmachen. Wir sind hier durch. Mal hier. Oh Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das. Guckst du weiter? Ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Okay, dann scheint das der richtige Weg zu sein. Deswegen gucke ich nochmal hier an der Ecke. Ob ich vielleicht irgendwo den Code finde. Ja, das ist Bills Handschrift.
Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Hängt hier. 5.17.21. Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Truck zu laden. Falls du ihn öffnen musst, die Kombination ist 5.17.21. Oh, mal öffnen. Ach, gut versteckt, der Zettel. Wieder Waffenteile drin. 5, 17, 21. Und voll. Ah, 7 Schuss, mehr ist nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu Bill. Schon mal. Jedenfalls sollte man auf die Drähte aufpassen. Oh. Das ist okay. Messer. Oh. Kann sogar eins machen. Na bitte. Cool. Ist voll. Geht so aber nicht. Ich glaube, wir können jetzt auch mal Fähigkeitspunkt ausgeben, ha? Genau. Das wollte ich eigentlich verbessern. Ich mach das. Also, verwende ein Messer und dich Trainingsbuch erforderlich für nächste Stufe. Okay. Okay, die Waffe nicht mehr so schlimm. Gut, gehen wir zu Bill. Kann ich die eigentlich entschärfen? Nee, gell? Siehst du den Draht? Berühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Heile. Ach ja, wow. Bogen gab's ja auch noch. Kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Komm her. Mit der hier kommen wir rüber. Praktisch, dass die genau davor liegt. Hey, sieh mal an. Bogen. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Weg ist es. Okay. Warum soll ich das tragen? Da, oh, die Lade habe ich nicht gesehen. Du dürftest rein, komm hoch. Okay. Um hier rüber zu kommen, oder wie? Brauche ich das Brett ja doch. Damn it.
Sagt ihr was? Nee. Oh, hallo. Sollen wir den Bogen testen? Oh, das Controller ist ja krass. R2. Manchmal kannst du nach einem Kopftreffer deinen Pfeil wieder einsammeln. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Vorsicht. Und so ein Scheiß. Oh, wegen dem Draht, das ist da. Ja. Geht doch nicht. Weggerannt. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Glaube ich da rein. Dann ist meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Glaube ich da rein. Was kriegst du denn? Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Ich mich auch ein bisschen. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Und der war mal angerannt. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Ezra. Wahrscheinlich nicht mehr am Ob Leben. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön. Könntest du das lesen? Oder hat Joey das laut vorgelesen? Oh, dann sind wir hier fertig. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Aber wir müssen da lang. Oh. Mal weg. Okay, zurück, zurück. Okay.
Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Mein Gott. Okay, pass gut auf. Nein. Siehst du? Zurück. Okay. Schieße auf jeden, den ich sehe. Na komm. Bleib in meiner Nähe. So, dann gehen wir mal hier rein. Komm schon, wir. Hallo. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Oh oh. Joel! Scheiße, sie kommen. Aus der Perspektive ist er voll doof. Kümmer dich um das Seil! Allee! Wie weit bist du? Ich mach so schnell, wie ich kann! Oh, fuck! Allee! Ich mach doch etwas Seil! Oh, was? Das war ein Glückstreffer. Bin bereit, Allee! Halt durch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Ich will einfach durchschießen. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! Zieh in Ruhe, du blödes Scheißvieh! Sie sind gleich da! Oh, das Nachladen dauert noch ewig. Hey, komm her! Das war knapp. Beweg deinen Arsch und steh auf. Oh, Ben. Scheiße! Ah, verdammt nochmal! Weg! Zurück! So lang! Okay, wir müssen durch! Komm! Hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Du Leute, hinter uns! Ben, hallo! Oh! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Ich muss das mal heilen, warte. Sie kommen durch die Tür! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus. Herr Licht, zurück! Oh. Zurück! Arschloch! Okay, na los, wir sind fast da, Mina. Ein Stress hier. Kann ich hier nicht mal umgucken?
Ah. Nett, dass sie mir Zeit lassen. Okay, ich komme. Oh, Scheiße. Gott verdammt, sie kommen her! Na los! Sie kommen her! Lauf weiter, hier lang durch den Gang! Okay. Los, Ellie, schnell! Ich lauf ja! Sie ist auf, na los! Das war Stress pur. Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal langsam. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und das alles auch. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sich schon dreimal... Stock im Arsch. Viele... Geh ihm einfach aus dem Weg. Viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Suchst du dich? Eine Karte von Bildstadt. Handschriftliche Notizen auf der Karte deuten auf Positionen von infizierten Nestern. Sicherheitszonen, Fallen, Bildsversteck und ein Konvoi hin. Okay. Achso, mitnehmen. Irgendwas? Bin ich nicht dran? Hey, du bist im Weg. Immer noch im Weg. Danke. Immer noch im Weg. Hallo. Push. Push. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach.
Will ich halt öfters verloren zu haben. Und Trainingsbuch, oder? Spiele 4, verbesserte Haltbarkeit von Klingenschärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Ja. Selbsthilfe-Trophäe. Hey. Jetzt das aufmachen. Aha. 100. Ja, wir Hast haben du alles. Jetzt alles fertig. Ja. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Warte, ich muss looten gehen. Seh mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahegekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierte sie davongejagt. Erinnerung, wer Warnschilder aufstellen, sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Gut. Hier ist noch ein Raum. Nein, nicht wirklich. Aber hier gibt es bestimmt einen Lappen oder so. Nö. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Ted? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Es bringt dir viele Waffen, wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht, Kollege. Ellie und er werden definitiv keine Freunde. Oh, wir haben Besuch. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unverständlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Als gibt's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Matt. Okay, dann mal los. Ja, ist schon eine Weile tot. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Oh Mist! Macht euch bereit! Okay, er kann mit den Augen gehen. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager okay. holen und zum Osten. Er führt ihn Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel?
Hier lang. Warte mal. Und weiter geht's. Duden gehen. Hier ist nix. Da wollen wir nicht reinlaufen. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Dann müsstest du die erstmal aufhalten. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Ja, ich habe doch mal einen Zettel gelesen. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Oh, neue Waffe. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Lass mal looten gehen. Aber wenn hier wahrscheinlich nichts ist. Ich habe die noch nie erkundet gehabt, die Kirche. Oh. Hat sich schon gelohnt. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Ja. Wäre dumm, wenn du eine vergisst. Wenn du voll reintretest. Von den Erfahrungspunkten findet man echt sehr wenig. Wird ein bisschen ruhig mehr sein hier. Wieder noch höher.
Oder auch nicht. Immer das Regal da. Goldmine. Mit Werkzeugen erhält Joel Zugriff auf mehr Waffenverbesserungen an Werkbänken. Alles meins. Stimmt, ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt irgendwo eine Werkbank. Der alles rumliegt. Fast alles voll an Baumöglichkeiten. So, ich kann hier nichts machen. Muss ich leider liegen lassen. Okay. Oh, Gewehrholz, da kann ich bauen. Machen wir mal. Echt, Werkzeuge sind dauerhaft und werden beim Verbessern nicht verbraucht? Okay. Oh, den kann ich auch noch machen. Mach mal. Soll ich immer so komisch hin und her wechseln? Können wir uns leider nichts verbessern. Wird definitiv abgegradet. Rückstoß minus 40%, alles klar. Nehme ich. Sieht cool aus. Machen wir nichts mehr. Das ist doch ganz gut. So, jetzt können wir nämlich hier schneller wechseln hinterher. Gut. Noch was? Nö. Dann können wir jetzt mit Bill reden, oder gibt's hier noch was? Nö, dann auf zu Bill. Was hast du denn Tolles? Ach hier, diese Nagelbombe. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Nagelbomben explodieren automatisch, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Neues Rezept. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Okay. Ellie? Ja. Gehen wir immer noch. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast... Mann, der soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen.
Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Man muss sogar hier, oder? Da war ich doch schon hier oben. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Okay, Zeit zu packen. Mich hätte die Tür nehmen können. Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nichts. Wenn du meinst. Ja, ich hab bitte Schlimmeres gesehen. Beeilen wir uns. Kein Thema. Oh, ich kann mich auch noch dran erinnern. Hey, habt ihr es gehört? Komm, Licker. Seid ruhig. Licker, Klicker. Warum sag ich immer Licker? Kein Resident Evil. Mein Gott. Nehmen wir das hier testen. Funktioniert. Mittlerweile habe ich echt Gefallen gefunden an dem Stein. Die habe ich früher so gut wie nie benutzt. Echt Brot hätte ich gern. Oh, welche? Hey, noch mal drei. Geht mit euch. Das war's. Wegschuss. Okay. Das ganze Friedhof hier ist ja voll mit denen. Nummer zwei. Nein. Oder ist noch mehr Seite? Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Ich hätte nicht gedacht, dass das Vieh einen Schrotflintenschuss überlebt. Ja, krass. Oh, mehr ist nicht. Aber hier ist nicht gerechnet. Moment, ich habe einen Schlüssel.
Wir sollten sehr leise sein. Du noch mehr Klicker? Ganz ruhig. Ein Runner. Ich mache hier die ganze Arbeit, gell? Der rechts das nicht mitkriegt. Gut, dass die so viel Munition droppen, ey. Keine Angst, du kriegst auch noch in deine. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Ich will hier einen Klicker. Ja. Wim, ey, wie viele hier sind. Oder wie der Bucket mit der Hochwinde. Das ist ja extrem, wie der Bucket. Okay. Das sollte ich als nächstes mal in Angriff nehmen. Da drüben scheint er sich mitgekriegt zu haben. So. Die ganzen Ressourcen, die wir gefunden haben, sind alle wieder leer. Wir brauchen neue. Jemand im Haus? Nein. Oh, keine Ressort. Eierfleisch. Auch denn das? Ah, hier. Hat er eigentlich eben Bogenschuss überlebt? Hau ab. Komm noch nicht wieder. Voll den Scheiß gezogen. So. Wer nicht sagen, aber die Nahkampfangriffe sind ein bisschen OP, kann das sein? Fühl mich ziemlich mächtig mit den ganzen Nahkampfangriffen. Ruhe, Klappe halten. Könntest du, ja. Aber noch ist die Zeit nicht reif dafür. Boah, ich glaube, das ist für einer, der mich so ein. Dabei ist das Bill. Das waren alle.
Hier lang. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Ah, wartet. Noch mehr Räume zum Looten. Hoffe ich. Siehst du? Alles mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob man in einem Durchlauf alle Waffen upgraden kann, aber ich glaub's nicht. Bin mir auch gar nicht sicher, ob es neue Spiel Plus gab, aber ich glaube ja. Was ist jetzt? Ich glaube ja. Dann muss wohl Ellie durchgehen. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Haben wir noch mehr von diesen Klickerdingern? Ernsthaft? Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Richtig. Hm? Feuer. Machen wir das so. Er lebt noch. Vorbeigeschossen, ey. Wie viele Klicker sind denn hier noch? Oh. Du ja. Ich hab noch zwei Messer. Wie weit ist das, Bill? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Aber hier würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von The Last of Us Part 1. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein. Euer Smoker.